Hallöchen, liebe Bastler! Herzlich willkommen in Lanas Kreativatelier. Wie ihr seht, habe ich hier schon ein Projekt liegen, das ich über mehrere Wochen gebastelt habe. Und heute soll es sich um dieses Album alles drehen. Ich zeige euch, was ich verwendet habe. Werde einiges einblenden. Wir machen einfach so ein Watch Me Craft. Da guckt ihr, könnt ihr sehen, wie ich das gestaltet habe, wie ich das ausgearbeitet habe, was ich verwendet habe. Einzelne Seiten werde ich euch einblenden, im Schnelldurchlauf einiges zeigen. Und zum Schluss blättern wir das Album einmal durch. Für dieses Album hatte ich so Meilensteinkarten von Papierdrachen verwendet. Hier zeige ich euch mal was. Ich nehme das Album erstmal zur Seite. Das blättern wir nachher zusammen durch. Wenn man die Karten von Papierdrachen bekommt, diese Meilensteinkarten, werden sie so in ein Päckchen verpackt. Hier sind nur noch Teilreste, denn diese Karten mit den Regenbögen habe ich verwendet. Wie ihr seht, sind jede Menge, 32 Karten drin. Da sind nicht nur Monatskarten von 1 bis 12, was hier sehr schön ist, dass da außerdem sehr viele schöne andere Karten, wie zum Beispiel mein erster Ausflug, meine ersten Freunde, meine Mama und ich, mein Papa und ich, die ersten Schritte, mein erster Urlaub, hallo Baby, willkommen auf der Welt, so kann man sich aussuchen. Auch mein erster Brei ist dabei, jede Menge. Ich kann schon krabbeln mit einer süßen Schnecke. So gibt es jede Menge Karten, in denen man schöne Erinnerungen, Erlebnisse niederschreiben kann. Und als besonderes Erlebnis für das erste Jahr des Kindes alles festhalten kann. Ich habe mir überlegt, denn wir haben einen Neffen bekommen und für die Eltern habe ich dann das Album gebastelt. Und habe mir überlegt, diese Kärtchen einfach im Album mit einzubauen und dann können die Eltern immer schön die Erinnerungen notieren, Fotos daneben kleben, die Karten einfach in so Täschchen einstecken oder auch einkleben mit Fotoecken zum Beispiel einheften. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Ideen zeige ich euch nachher im Album. Daher ist mein Album, ich zeige ich noch einmal kurz, auch hier mit Regenbögen ausgelegt. Passend zu den Farben der Karten habe ich mir das ausgewählt. Die einzelnen Karten sieht man nachher beim Gestalten der Seiten oder beim Durchblättern. Und hier zeige ich euch einmal, wie das so aussieht. Noch das zweite Set. Ich war mir nicht schlüssig, welches Set ich verwenden soll. Denn hier sind ganz süße Tiermotive. Die fand ich ganz herrlich. Aber ich öffne das einmal und dann gehen wir es einmal kurz durch. So, Banderole ist ab. Dann gibt es noch ein Zusatzkärtchen. Und hier beginnen, das lege ich immer zur Seite, beginnt das Ganze. Ich verrate, mein Album habe ich in Kraftpapier, die einzelnen Seiten gebastelt. Daher fand ich, dass diese Kärtchen da im Album ja vielleicht etwas verloren gehen, weil sie etwas dunkler im Hintergrund gestaltet sind. Deswegen habe ich mich mit Regenbögen entschieden, denn da gibt es helle Hintergründe. Aber so könnt ihr sehen, für jeden Monat, sogar für die ersten Monat gibt es wöchentlich etwas. Eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen alt und immer ganz zuckersüße Motive bis zu einem Monat. Und dann geht es monatlich weiter. Ich werde euch nicht jeden einzelnen Monat zeigen. Hier zum Beispiel fängt es schon an. Mein erster Geburtstag. Zuckersüß.
mein erster Brei, meine Mama und ich. Heute habe ich durchgeschlafen. Mein erstes Weihnachten, das wir jetzt schon vor der Tür stehen haben. Meine ersten Schritte, Geschwisterliebe, ganz zuckersüß. Diese Kärtchen, wie gesagt, habe ich verwendet und in meinem Album eingebaut. Und nun geht's los. Fangen wir mit dem Album an. Dann starten wir mal mit den Seiten. Ich zeige euch mal, was ich dazu verwendet habe. Und erkläre kurz, wie ich sie gestaltet habe. Und dann lasse ich das Video einfach laufen. Ich habe mir für meine Seiten dieses Album verwendet. Das habe ich mal bei Teddy bekommen. Das gab es ganz reduziert für 2,50 oder so. Und hier sind jede Menge Seiten, die schon vorgeschnitten sind. Die haben eine recht gute Grammatur. Etwas fester. Und sie fand ich klasse und wollte ich für mein Album benutzen. Ich habe jeweils, um noch Festigkeit zu bekommen, zwei Seiten zusammengeklebt. Und zwar hier vorne an dem Steg und dann ganz unterschiedlich ausgearbeitet. Mal habe ich sie hier an den Seiten zusammengeklebt, dass oben eine Tasche entstanden ist, damit man hier noch zusätzlich einfügen kann. Ohne ich habe die Seiten oben und unten zugeklebt, dass man seitlich ein Tag einfügen kann. Zum Teil auch aufgeschnitten, damit hier Klappen sind. Die Seiten zeige ich euch auch gleich im Einzelnen. Das könnt ihr im Schnelldurchlauf sehen. Da könnt ihr improvisieren und ausgestalten, was euch einfällt. Aber das ist die Grundidee. Und darauf habe ich mein Album aufgebaut. Ich habe erstmal überlegt, auch das Cover zu nutzen, nur anders zu verkleiden, denn das ist richtig schöne feste Pappe. Es hat mir das offene Ende nicht ganz so gefallen. Ich wollte es hier geschlossen haben. Daher werde ich mein eigenes Cover bauen, aber nach dem gleichen Prinzip hier mit der Klappe, nur dass es hinten nochmal zu ist. Das kommt im nächsten Schritt, aber erstmal kommen die Seiten. Meine erste Seite ist schon soweit komplett fertig. Zwei Seiten aneinander geklebt, wie man sieht. Zum Teil habe ich sogar noch eine dritte verwendet. Hier ganz einfach mit Ösen durchgeführt und mit einem Band verschlossen. Hier kommen die Daten für das Kind, geboren am, Größe und Gewicht. Und hier sieht es nun so aus. Wie gesagt, hier immer zwei Seiten, so dass hier eine Tasche entsteht. Zusätzlich habe ich mir noch aus dem gleichen Papier einfach Klappen eingebaut, so dass man hier diese wunderschönen Karten einfügen kann. Da können sich die Eltern jeweils aussuchen, welche Karten denen an welche Stelle passen. Die sind ja nirgendwo eingeklebt, dass man die austauschen kann. Die Seite ist auch schon soweit ausdekoriert mit dem Fenster. Die Stanze ist von Action. Hier habe ich noch eine mit seiner Wiege eine Stanze ausgesucht. Hier kann ein Foto von dem Kind kommen. Wie zum Beispiel endlich zu Hause. Das erste Foto zu Hause in dem Bettchen. So, hier kommt noch eine Halterung zum Herausschieben. Und auch hier lassen sich Fotos einbringen, sowohl hier wie auf der Rückseite. So, das verschließe ich gleich. Also hier sieht man noch die Rückseite. Hier ebenfalls ein kleines Täschchen eingebaut. Heute bin ich eine Woche alt. Ganz süß. Kommt die Karte rein. Auch hier kann man ein Foto anbringen. Ebenfalls auch hier sämtliche Erinnerungen festhalten. Und so bin ich vorgegangen und Seite für Seite aufgebaut. Nun 5 Monate alt. Immer wieder ähnliches Prinzip. Hier ist vorbereitet, noch nicht festgeklebt.
dann wird hier fortgesetzt. Das ist schon festgeklebt. Dann lasse ich das Video einfach schnell laufen und ihr könnt einfach mitschauen. Thank you.
Nun geht es mit dem Cover weiter. Ich habe mir schon ein bisschen vorbereitet. Das möchte ich gleich mit euch zusammen einbinden. Ich habe ja gesagt, auf welche Grundlage ich das Ganze gebaut habe. Mein Album habe ich hier mit einem Rücken erweitert, denn die anderen waren ohne Rücken. Hier sind ja die beiden anderen Elemente. Ich habe dieses mit dem Knick genauso übernommen, an meine Seiten meine Hülle angepasst. Wenn man hier so die originale Seiten hier sieht, ich lege die mal dahin. So ist das bei mir so, dass hier unten habe ich 1/2 Zentimeter länger, also aus meiner Seiten größer die der Rücken, genauso auch vorne. Das Cover ist halt hier 1/2 Zentimeter länger. Auch nach rechts und oben habe ich ein bisschen mehr Platz gelassen, denn hier kommen ja noch meine Einschübe, entweder von oben oder von rechts. Deswegen habe ich überall ein bisschen Platz gelassen und mir soweit vorbereitet. Meine Stege sind hier jeweils, hier bis zum Knick sind das ungefähr 2,5 Zentimeter. Mein Steg hier ist 3,5 Zentimeter. Die Höhe habe ich von 5 cm genommen und die wiederholte sich ja wieder ein Steg von das gleiche von 3,5 cm. Und die Seiten habe ich einfach aneinander schon mal mit einem einfachen weißen Papier aus den Actionblöcken. Diese dreifarbige mit Weiß, Kraft und Schwarz. Da gibt es dicke und dünne Papiere. Hier habe ich einfach das dünne Papier erstmal verwendet und als erstes damit eingebunden, damit diese drei Teile alle zusammen sind. Und so ist das erstmal dieses Cover entstanden. Hier werden sie nachher mit dem Band die Blätter verbunden. Und dann kann man hier so blättern. Und auch die einzelnen Blätter sind hier eigentlich hier, ob man das sieht, weiß ich nicht. Die sind hier vorgefalzt, bei zwei Falzen, weil je nachdem, wie dick das Album wird, kann man das hier nachher so knicken und anpassen. Ich hoffe, dass das soweit alles passen wird. Mein Grundgerüst ist fertig und das möchte ich gleich noch mit euch einbinden. Genauso habe ich hier mit dem weißen Papier verfahren und diesmal binde ich das Ganze mit Buchleinen. Habe ich mir extra für dieses Album Buchleinen gekauft, passend zu meinen Kärtchen. Die habe ich ja zum Teil schon gezeigt. Die viele Karten haben so einen beigebraunen Ton dabei und überall Regenbögen. Dazu habe ich mir passend dieses Papier aus einem Action-Block. Ich schaue mal, ob ich den gerade finde. Da ist es. Over the Rainbow. Hier sind ganz tolle Designpapiere. Ich habe hier einige davon verwendet. Auf jeden Fall auch das mit den Regenbögen. Und passend dazu habe ich mir ein Buchleinen in so einen Braunton ausgesucht, das hier sehr schön zu dem Papier harmoniert, meiner Meinung nach. Und damit starten wir jetzt. Als erstes möchte ich im Rücken dieses Leinen haben, so dass wir mit dem Leinen verschlossen ist und mit dem Designerpapier dann erweitert. So, jetzt kommt wieder mein Buchbinderleim zum Einsatz.
ich habe mir zwischen meinen einzelnen Elementen, es sind ja Segmente einmal vorne und Rücken, dann diese seitlichen Teile plus Rücken, die habe ich im gleichen Abstand zueinander gelegt. Und zwar habe ich Reststücke, zwei Stück aneinander gemacht und immer also doppelte Breite. Das kam ja circa auf 4 mm. Ich habe ja 2 mm Pappe, so dass hier circa 4 mm dazwischen sind. Ich werde mal schauen, ob das genug war. Richtiges Werkzeug zum Durchbinden besitze ich noch nicht. Aber dann habe ich mir so geholfen. So, dann schauen wir mal, wie sich das Ganze knicken lässt. Sieht doch schon mal richtig hübsch aus. So, hier habe ich Löcher schon hineingestanzt. Ich habe zwar eine Crocodile, aber die geht nicht so tief hinein. Also musste ich mir anders behelfen. Es gibt ja für Öse und so Sets, wo man so ein Eisen hat zum Löcher reinschlagen. Das habe ich hier verwendet und habe mir Löcher reingeschlagen. Ja, durch die Löcher sieht man ja, kann man hier nachher bis nach außen sie auch noch reinschlagen. Es sieht doch erstmal gut aus. Alles hält gut und ist flexibel. Lässt sich gut knicken. So, mein Cover ist soweit vorbereitet. Löcher habe ich wieder reingeschlagen. Die Seite habe ich schon verkleidet mit einem Stück Tonpapier. In der Mitte auch nochmal verkleidet, wieder mit etwas dünnerem, damit man hier immer noch flexibel bleibt und das Ganze sich bewegen lässt. Habe ich hier mal wieder auf dünneres Papier zurückgegriffen. Jetzt fehlt mir noch die Rückseite. Da bräuchte ich auch nur noch zu verkleiden. Dann wäre es soweit fertig. Aber ich möchte noch mein Album mit einem Gummiband verschließen. So, am besten lege ich da einige Seiten rein. Ich muss mal einfach. Schaue ich mal, wie lang mein Gummi sein muss. So. Ein wenig auf Zug muss es hier auch.
So, ich schneide mal hier bündig ab und dann kommt noch der Knoten. Dann sollte es so. Muss ja ein bisschen auf Spannung. So, das heißt, ich, damit ich das hier besser anbringen kann, mache ich hier noch ein Löchlein rein. Da bietet sich die Crocodile wieder ganz gut. Und das kleinere Loch. Ich muss gerade überlegen, welche Stelle ich hier. Ja. Mach doch ein bisschen weiter, damit es nicht zu weit zu nah am Rand ist. Muss ich gerade mal überlegen. Ich denke, ich nehme hier die komplette Tiefe. Ja. Damit das Gummi nicht so nah am Rand ist, etwa mittig, mache ich mir ein Löchlein rein. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich doch ein dickeres Loch brauchen. Damit ich den Knoten besser verstecken kann. So, ich möchte natürlich hier noch einige Ösen reinsetzen. Jetzt muss ich mal. Mich für eine Farbe entscheiden. Ich könnte die auch in Weiß nehmen. Sieht doch ganz hübsch aus. Ich denke, ich nehme entweder in Weiß oder die kupferfarbenen. So, mein Gummi wird hineingefädelt. Jetzt brauche ich nur irgendeinen Stopper, damit mein Gummi nicht rauskommt. So, ich habe mir hinterher überlegt, wie ich hier befestige, ohne dass mein Gummi rausflutscht, was für einen Stopper nehmen kann, der nicht zu viel aufbaut. Übrigens, die eine weiße hübsche Öse ist hier eingebaut. Das sieht von außen ganz schön aus. Und hier habe ich mir ein Stück Stecknadel geholt, einfach nur die Spitze abgeschnitten. Ein Köpfchen hatte die sowieso verloren gehabt. Also die möchte ich hier so dazwischen stecken als Stopper, damit mein Gummi hier gar nicht rausflutscht. Das befestige ich gleich und dann wird das Ganze schön verkleidet. Nun lege ich noch meine Seiten hinein und dann wird noch das Cover ausdekoriert. So, wie man sieht, habe ich meine Seiten im Album eingebaut. Habe ich einfach durch meine Ösen, die ich inzwischen auch schon angebracht habe. Dazu musste ich Hilfswerkzeug mehr kaufen, denn ich habe zwar Crocodile, aber mit der kam ich hier nicht in die Tiefe des Albums, um die Ösen reinzusetzen. Da habe ich mir in unserem Nähladen so, solche Hilfswerkzeuge gemacht, wo man mit Hämmerchen das Ganze einschlägt. Hier ist das recht weit, sodass ich sehr gut meine Ösen reinsetzen konnte. So konnte ich mein Projekt damit noch retten und hier gab es direkt farblich passende Ösen dabei. Das hat mir sehr gut gepasst.
So, das Band ist durchgezogen, alle Seiten sind drin. Mein Gummi hat hier noch ein kleines Deko-Element bekommen. Wie man sieht, ist hier mit der Öse alles schön befestigt. Hier sieht man auch, dass die Seiten alle eingeheftet sind. So, außerdem habe ich mein Cover schon ausdekoriert. Da kam der Name des Kindes, ein paar Kleinigkeiten. Es wirkt hier leider, das Muster wirkt doch erst recht unruhig. Also konnte ich nicht so ganz gestalten, wie ich das am Anfang vorhatte. Aber so, denke ich, geht das. Hier ist das Band ein bisschen Überlänge gelassen, denn hier ist auch noch klein bisschen Luft. Wenn mit Fotos, da fühlte sich, da könnte man das Band auch ein bisschen lockerer machen. Das habe ich erstmal so gelassen. Und nun blättern wir einmal durch. Und dann zeige ich euch noch hier da noch einige Kleinigkeiten. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, ist natürlich, das ist sehr wichtig an dieser Stelle, meine Kärtchen, die ich von Papierdrachen habe. Die habe ich übrigens gestellt bekommen, sodass sie mich nichts gekostet haben. Also ist das gleichzeitig als Werbung, damit er alles seine Richtigkeit hat. Und nun schauen wir uns mal das Ganze an. Ja, alles schön sauber verarbeitet. Meine Seiten haben zusätzlich noch ein Transparentpapier bekommen, als Schutz für die Fotos. Die habe ich einfach mit dazwischen geklemmt. Ich habe mir die Endstücke von meinem Album nochmal abgeschnitten, bis kurz vor die Falzlinie, und dann mein Vellumblatt einfach dazwischen geklemmt, das nochmal drüber geklebt. Das könnten wir auch einmal öffnen. Schleife können wir binden, dann sieht man das hier. Das habe ich hier nochmal mit der Lochung drüber geklebt und mein Blatt steckt einfach dazwischen. Ist einfach dazwischen geklebt, sodass das hier so sehr gut zusätzlich noch einen Schutz gibt. Und auch hier das Album durch die ganzen Dekorationen, durch die ganzen Text, die da drin stecken, ist in der Mitte dicker geworden. Hier war sowieso etwas flacher. Und dadurch hat sich auch hier, kam jeweils noch ein Rücken dazu, sodass sich hier am Rücken auch etwas dicker wurde. So, dann hier kam noch Willkommen dazu. Wir blättern es einmal komplett durch. Ich lasse es jetzt Band auf. Hier haben die Eltern die Möglichkeit, auch Foto einzubringen, das erste Foto. Dazu habe ich mir auch kleine Kärtchen vorbereitet. Manche habe ich abgerundet und dann ein Teil nur so teils, nur über Eck abgerundet. Die anderen habe ich eckig gelassen, denn nicht immer passt es, das Foto abzurunden. Aber hier könnte man als Mattung, und da drauf passt ein Foto von 9×13 sehr gut drauf, denn meine Mattung ist ja ein bisschen größer. Da könnte man zum Beispiel hier auch daneben ein Foto anbringen. Hier kann man sich aussuchen, denn es gibt hier noch ein paar andere Kärtchen, wie zum Beispiel Willkommen auf der Weltstadt, kleines Wunder. Das können sich die Eltern ganz nach ihrem Geschmack hier aussuchen, die Kärtchen einstecken und die ersten Erinnerungen festhalten und niederschreiben. Das schließe ich jetzt einmal. Das Ganze zubinden werde ich einfach später. Ich habe mir zusätzlich zum Album sämtliche Teile, was ich hatte, kleine Kleidungsstücke, Kinder, Spielzeug, alles Mögliche ausgestanzt, was man als Dekoration benutzen könnte. Auch zum Beispiel ein Regenbogen, den man eventuell irgendwo als Dekoration, passt ja sehr schön zu den Regenbögen.
In einem Block hatte ich zum Beispiel so ein süßes Baby im Badetuch eingewickelt. Ganz süß. Zum Beispiel, wenn man irgendwo die ersten Schritte anbringt, das mit dem Kärtchen und erste Schritte, kann man die Schuhe dazu nehmen. Bei einzelnen Fotos, die man anbringt, könnte man auch so eine Klammer anbringen. So gibt es hier ganz viele Möglichkeiten. Die kommen in Umschlag zusätzlich, sodass die Mama es nachher schön ausdekorieren kann. So, hier gab es noch ein Steckblättchen. Jetzt muss ich mal schauen, dass wir das Ganze sehen können. Hier gibt es eine Einstecktasche. Hier gibt es jetzt nicht zu viel Besonderes zu sehen. Immerhin so ein Kärtchen eingesteckt. Und wie gesagt, man könnte die Kärtchen natürlich auch mit Ecken, einfach hier Ecken anbringen, in denen man die Kärtchen auch mal so hier festhalten kann, sodass man es lösen kann und die Erinnerungen nochmal nachlesen. Dann kommt die Rückseite. Hier sind wir schon 3 Wochen alt. Und wie gesagt, immer wieder sind hier noch Einschublättchen, wo man zusätzlich Fotos oder Erinnerungen festhalten kann. Heute bin ich 1 Monat alt. Und auch hier, ich finde das hier recht gut gelungen ist, alles farblich aufeinander abgestimmt. Ich habe so geschaut, dass die immer die gegenüberliegenden Seiten, die hier aufgeschlagen sind, zumindest immer schön zueinander passen, aber nicht komplett alle Seiten irgendwo ähnlich sind. Und hier ist an der Seite Tasche eingebaut mit Kärtchen. Hier und da habe ich schon Kleinigkeit ausdekoriert, aber da habe ich mich zurückgehalten. Denn ein bisschen Kreativität wollte ich den Eltern doch lassen, denn die Mama ist auch eine Kreative. Aber die größte Arbeit ist hier schon mal genommen, das Ganze vorzugestalten. So. Auch hier haben wir Möglichkeit, verschiedene Fotos einzustecken. Verschiedene Erinnerungen festzuhalten. Auch hier. Nun ist das Kind inzwischen 5 Monate alt. Und wie gesagt, auch hier gibt es jede Menge Platz noch. Auch hier immer wieder Taschen und Einstecklaschen. Hier gibt es gleich 2 Kärtchen. Mit 7 und 8 Monate alt. Manches könnte man dahinter oder auf der Rückseite. Ich glaube, auf der Rückseite hatte ich keine Tasche. Deswegen steckt es drin. Hier könnte man es mit Ecken zum Beispiel eine Karte anbringen. Und hier habe ich die Elefanten so festgeklebt, dass die im oberen Bereich gar nicht fest sind, wenn man hier ein Foto anbringt. Könnte man es hier sogar darunter schieben und hier ein Foto, so dass die Elefanten nicht überklebt werden. Und daneben wäre immer noch ein Platz für ein zweites Foto. Das eine lasse ich jetzt drin. Hier habe ich mal
ein süßes Reh von Café Constanze benutzt. Ich habe da mal eingekauft und dann gab es solche Beigabekärtchen. Ganz süß eigentlich zur Weihnachtszeit. Aber das Rehkitz hat ja einfach gepasst und vor allem, da ich hier noch ein Designerpapier mit kleinen Rehkitz hatte. Ich schiebe es einmal zur Seite, damit man es sieht. Das hat ja einfach schön zusammen harmoniert. Habe ich hier auch einmal die Rehkitz mitverwendet. Hier habe ich eine Tasche eingebaut, dass man hier ein Kärtchen oder ein Foto oder sonstige Erinnerungen anbringen kann. Die Klappen kann man hoch machen und auch hier befindet sich eine Tasche, dass man auch hier etwas einsteckend anbringen kann. Hier könnte man ein Foto auch im Querformat anbringen. Also ganz viele Möglichkeiten, um hier etwas zu gestalten. So, hier mal ganz schöne zarte Farben. Türkis liebe ich. Wieder ganz zart und fein. So, was haben wir hier? Auch hier recht versteckt. Ist auch hier eine Tasche angebracht. Mit seitlichem Einschub. Und weiter geht's. Das waren schon 11 Monate. Jetzt wird das Kind 1 Jahr alt. Hier habe ich so einen Wasserfallmechanismus eingebaut. Hier, erster Geburtstag. Und hier auch extra so Diarahmen eingebaut. Hier könnte man im kleineren Format Fotos anbringen. Und so, wenn man hier unten zieht, dann öffnet es sich. Und da kann man jede Menge verschiedene Fotos unterbringen. Das machen wir jetzt wieder zurück. Für Erinnerungen an den ersten Geburtstag, da gibt es bestimmt jede Menge verschiedene Fotos. Hier ist auch die Fortsetzung. Hier dachte ich, machen wir immer noch alles zum ersten Geburtstag. Hier mein erster Geburtstag mit Erinnerungen. Und noch mehr Einschüben für Fotos und Sonstiges. Vielleicht einzelne Kärtchen, die das Kind geschenkt bekommen hat, die man hier auch einsteckend unterbringen könnte. Dann sind wir schon bald durch. Hier gibt es noch zusätzliche Kärtchen. Hier zum Beispiel mein erster Haarschnitt, mein erstes Wort, mein erster Brei. So einzelne Kärtchen habe ich schon eingesteckt. Und das kann man nachher variieren, an welcher Stelle welche Karte kommt. Hier kann man die einfach festhalten, indem die einfach hier in der Tasche gesammelt werden. So, auch hier gibt es, hier könnte man genauso ein Kärtchen mit unterbringen. Rückseite. Und auch hier auf meinem letzten habe ich Tasche eingebaut, wo man sämtliche andere Kärtchen mit einsammeln könnte. Oder Karten, die man zur Geburt geschenkt bekommen hat. Kann man hier sammeln. Und dann sind wir schon am Ende des Albums angekommen. So, das wird gleich ordentlich alles verschlossen. Deine Schleife. Ich hoffe, dass mein Geschenk den Eltern gefallen wird, dass sie Freude damit haben werden und alles haargenau vom ersten Jahr des Kindes hier drin festhalten können. Ich hoffe, euch gefällt meine Idee.
Und dann wünsche ich euch nur noch viel Spaß beim Schauen und beim Nachbasteln. Bis dahin!